Podcast mit Shelly und Christiane. Heute, Shelly und Christiane bereiten einen Workshop vor. Darf ich dich auf ein Eis einladen? Auf das erste 2020 Eis? Oh, danke schön. Bitte schön. In der Waffel. Ein Eis in der Waffel. Mit Schokolade. Wenn wir das jetzt essen, versteht uns wieder keiner, aber das sind die schon gewohnt, oder? Ja. Naja, haben wir getrunken. Guck mal, ist man gleich viel motivierter. Was machst denn du so? Ich bin gerade voll in der Workshop-Vorbereitung. Oh, dann komme ich hier mit meinem Eis um die Ecke. Das essen wir jetzt in Ruhe auf. Und dann erzählen wir unseren Zuhörern mal ein bisschen, wie bei uns so die Workshop-Vorbereitung läuft. Was heißt denn davon? Ja, gute Idee. Mit einem guten Eis beginnend. Das ist so ähnlich wie alle meine Kochrezepte, ne? Man nehme ein Glas Weißwein und schütte es in den Koch. Genau, richtig. Paul Bocuse hat doch immer so gekocht, oder? Einen essen und einen in den Koch. Ich glaube, der war das. Ja, guck mal, ist doch ein gutes Vorbild, oder? Ja, guck. War und bestimmt dein, lecker. Das Pappmaul, so habe ich es, glaube ich, vorhin irgendwann genannt. Prost, Pappmaul. Prost. Wir spülen mal eben für euch. Mit Wasser. Gutes Wickeler Leitungswasser. Nämlich schön hier bei uns. Ja. Du bist aber früh hier. Wieso? Ich habe da erst in 5 Tagen Geburtstag. Ah ja. Ja. Das ist schon wieder Karneval, ne? Ja, auch. Ich habe schon Koffer gepackt. Karneval war schon. Ach, Karneval war schon? Ja, hast du gar nicht mitgekriegt. Ja, wir feiern in Bremen keinen Karneval. Wir blamieren uns nicht so. Also... Wir arbeiten lieber. Da weißt du noch, letztes Jahr war mein Sketch-Beitrag auf dem Karnevalswagen. Ja, richtig. Ich erinnere mich. Und ich stand vor einem Einhorn und habe Kuchen gekauft. Ja. Ich erinnere mich. Berliner, als wäre es gestern gewesen. Als wäre es gestern gewesen. Hallo Einhorn, ich hätte gerne 20 Donuts. Berliner. Ach, Berliner waren es auch genau. Waren gar keine Donuts. Auf jeden Fall sahen die genauso aus wie das Einhorn hinter der Theke. Und du hast dich voll gefreut. Du kamst hier an und warst total begeistert. Ja. Muss man doch, oder? Also hier freuen sich doch alle an Karneval. Ja, schon. Ich habe mich einfach nur angepasst. Das hast du sehr gut gemacht. Toll, ne? Kann das manchmal. Ich war begeistert. Ja, und jetzt habe ich schon fast Koffer gepackt. Wo geht's hin? Nach Dänemark. Boah. Nach Bjergå. Da müsst du uns gleich mal mehr drüber erzählen. Bjergå ist die dänische Aussprache von Bjerregaard. Ich fahre erst im Sommer nach Dänemark. Ja, du musst auch den Teilnehmern noch ein bisschen lauter sprechen. Meinst du, die hören mich sonst nicht? Richtig. Dann rede ich jetzt lauter. Danke. Musst du so ein Video schieb mal hier so. Genau. So, wann fährst du nach Dänemark? Im Sommer. Dann kann ich ja schon mal von dir grüßen. Das klingt gut. Vielleicht, Ich habe auch ein 10-Personen-Haus. Möchtest du noch? Könntest du noch? Tja, schön wär's, aber ich muss mit leider Mutti arbeiten. Ist das nicht toll? Das ist bestimmt total gut. Aber ich muss arbeiten. Aber nicht Samstag und Sonntag. Aber das sind was, 800 Kilometer von hier? Bestimmt. Das kannst du machen. Freitag Nachmittag hin, Samstag da, Sonntag zurück. Ja, super. Und Montag auf dem Zahnfleisch. Ja, komm, du hast schon andere Wochenenden durch. Ich erinnere dich nur an Onstage letztes Jahr. Ah. Wobei. So viel Concealer konnte gar nicht unter die Augen, wie wir Augenringe hatten. Ja. Ach ja. Ach, und nur für den Running Gag. Den grünen Reißverschluss, den finde ich immer noch scheiße. Dabei habe ich die Jacke gar nicht so oft an.
Ja, ich sehe dich noch nicht so oft in der Jacke, aber nur ich weiß, dass du eine Jacke hast mit einem grünen Reißverschluss und das ist schon scheiße. Das stimmt so nicht. Doch. Nein. Ein bisschen. Die ist schön, die Jacke. Ich mag meine Jacke. Eine Jacke mit einem grünen Reißverschluss. Hast du? Natürlich, habe ich auch selber gemacht. Ja. Ich mag meine Jacke mit meinem grünen Reißverschluss. Ich mag deine Jacke, die du selbst gemacht hast. Ohne deinen grünen Reißverschluss wäre die auch richtig mega. Die ist auch mit grünem Reißverschluss richtig mega. Hm. Ich finde schon. Was sagt ihr denn eigentlich zu meiner grünen Jacke? Ich glaube, ich muss mal ein Foto dazu packen. Siehst du, jetzt ist die Jacke schon grün. Also die Jacke ist nicht grün. Nur der Reißverschluss ist grün. Was sagt ihr denn zu meiner braunen Jacke? Aus Wachstuch. Also Oilskin heißt das. In Fachkreisen. Die habe ich mir letzten Spätherbst, ist das glaube ich, was so Ende November ist, ne? Genäht. Weil in meiner Größe ist das immer so ein ganz klein bisschen schwierig, so dass die Ärmel lang genug sind und dass alles an den richtigen Stellen sitzt, dass die Schultern nicht zu weit sind und der Bauch nicht zu eng und all solche Gedöne. Die Oberweite reinpasst. Eh, das auch. Wenn die Oberweite reinpasst, ist ja bei anderen immer schon A-Linie unten angesagt. Ja. Dann sieht man ja auch scheiße aus. Sprecht aus Erfahrung. Wenn das die Arme reinpassen, hat man am Körper 3 Nummern zu groß. Ja, bei mir ist das so mit der Oberweite. Ja, siehst du. Dann hängen auch die Schultern irgendwie auf 7:30 und ich bin nicht so... Die hängen ja auch mit mir auf 7:30. Aber ich bin nicht so der Freund von Oversize, einfach jetzt in meinen Klamotten. Also mache ich halt selber. Ja. Aber weißt du was, wir sind schon wieder völlig abgeschweift. Mhm. Oder abgeschwiffen. Du bist Lehrerin. Aber doch nicht Deutsch. Nicht? Nee, ich mache Naturwissenschaften. Bio. Nee, Mathe und Informatik und Kunst. Kein Bio? Bio ist lange her. Hm. Aber es ist auch Naturwissenschaft, oder nicht? Ja, Physik und Chemie auch. Oh Gott. Ey, du hast gefragt. Vergessen wir das. Wir wollten Workshop planen. Ja. Da kommt mir übrigens mein Mathelehrer da sein total zur Hilfe. Bei deinen Verpackungen? Auch, aber eben auch bei der Planung. Hm. Na, man muss ja auch irgendwo ein bisschen darauf achten, dass das Ganze sowohl für die Teilnehmer eine vernünftige runde Kiste wird, als auch natürlich für mich. Na, da muss man immer ein bisschen gucken. Aber ich würde gerne heute einmal mit dir eine Workshop-Planung durchgehen. Mhm. Oh ja, das finde ich total gut. Erzähl mal, wie machst du das? Bei mir gibt es in den Workshops immer... Und ganz unterschiedliche Projekte. Also manchmal plane ich einen Workshop um ein bestimmtes Projekt drumherum, zum Beispiel um einen Bilderrahmen oder ein Fotobuch, habe ich schon Workshops gegeben. Oder manchmal dreht es sich auch um eine bestimmte Technik. Und bei anderen Workshops geht es um Themen, zum Beispiel Ostern, Muttertag, Kommunion, Weihnachten, also alles möglich. Ich habe schon zu ganz, ganz vielen Bereichen Workshops veranstaltet. Ich habe schon mit Projektsets gearbeitet und ja, das überlege ich immer, was finde ich spannend, aber natürlich auch, was finden meine Teilnehmer spannend, was fanden die in den Jahren zuvor spannend. Ich frage auch immer nach, gibt es Themen, die ihr euch wünscht? So mache ich das. Hm. Und du? Ja, ich gucke halt so ein bisschen, man ist ja ein bisschen beeinflusst durch Social Media. Was interessiert Menschen im Moment? Ich bin in einigen Bastelgruppen. Und wenn da alles Bilderrahmen zum Thema Baby, Neugeboren und so, dann habe ich mir auch schon mal überlegt, ja, da machen wir sowas auch mal. Natürlich bin ich immer influenced bei dem Kalender, also genau wie du, Ostern, Muttertag, Geburtstage, Konfirmation, Kommunion, Firmung, Einschulung. Da gibt es ja viele Ereignisse rund ums Jahr, die uns einfach begleiten.
Und ein Vierteljahr im Jahr beschäftige ich mich tatsächlich nur mit Weihnachten. Ja. Also das muss man ja ganz einfach mal sagen, das ist unsere Hochzeit von September bis November. Im Dezember ist tatsächlich immer sehr, sehr ruhig, weil natürlich dann alle in Weihnachtsfeier, Familie, letzte Vorbereitungen, in irgendwelchen Vereinen, Weihnachtsabschiedsjahresfeiern, wie auch immer man sie nennen möchte, feiern, sodass also workshopmäßig im Dezember irgendwie nicht mehr so viel los ist. Aber so September bis November ist schon eine Hausnummer. Viel Weihnachten bei dir? Ja, auf jeden Fall. Aber ich mag Weihnachten total gerne basteln. Letztes Jahr war ich ja mega in Rosa verhaftet. Aber ich mochte den Tannenbaum auch wirklich gerne. Der war sehr, sehr schön. Und ja, habe eben ein paar Workshop-Projekte daraus genommen, auch zu zeigen, dass man eben nicht nur Karten und Verpackungen bastelt. Ich bastel ja auch einfach viel Home-Deko, weil es mir unendlich viel Spaß macht. Und ja, da lasse ich mich einfach so ein bisschen beeinflussen, was ist im Moment so angesagt. Wenn alle irgendwelche Lichterketten in Flaschen stopfen, dann mache ich das eben auch. Oder eben auch, wie du sagst, ne, mal die Teilnehmer fragen, worauf haben sie Lust. Ich hatte mal eine Teilnehmerin, die sagte, kannst du mir mal erzählen, wie man eine Explosionsbox baut? Ja, nicht hier zwischen Tür und Angel. Ich sag, bring mal deine Tochter mit und such nochmal zwei Teilnehmer. Ich suche auch noch zwei und dann machen wir da mal einen Workshop von. Und das ist tatsächlich bis zur fertig ausdekorierten Explosionsbox ein Ganztagesworkshop geworden. Ja, das glaube ich. Das ist also ich hatte den so in drei Teile aufgeteilt, hatte gesagt, 1,5 Stunden, dann steht die Grundbox ohne Deko, ohne alles. Und hatte dann gesagt, irgendwie mit Mittagessen. Und dann haben wir, glaube ich, 6 Stunden tatsächlich gebraucht, bis alle 8 Seiten dekoriert, Deckel gebastelt und alles sowas. Das ist schon eine Nummer. Aber auch sowas geht natürlich, ne? Einfach sagen, was möchtest du, das machen wir. Na klar. Das ist ein sehr aufwendiges Projekt, da kannst du dann auch nicht mal so eben machen. Nee, genau. Aber ich meine, klar, wenn da jemand Bedarf hat, das zu lernen, dann bin ich nicht diejenige, die sagt, guck dir ein YouTube-Video an. Nee, absolut. Da bin ich ganz bei dir. Bei mir gibt's normalerweise einen Workshop pro Monat. Also ich kann, beziehungsweise ich will mir das auch gar nicht vor der Weihnachtszeit so voll machen, weil dann in meinem Erstjob eben auch immer ganz, ganz viel zu tun ist. Dann sind wir gerade ins Schuljahr gestartet und für mich ist mehr so dieses, wir basteln rund ums Jahr und ich habe einen festen Workshop-Termin im Monat. Also ich habe jetzt nicht immer den ersten oder den zweiten Samstag, sondern ich habe in der Regel einen Samstag im Monat, der bei mir und meinen Teilnehmern ganz gut in den Kram passt. Also was jetzt die Zeiten angeht und was so die Themen angeht, schaue ich schon, weil ich habe häufig dieselben Teilnehmer, die zu meinen Workshops kommen. Und dann basteln wir gemeinsam an unterschiedlichen Projekten. Ja, was ja schon total schön ist, wenn man da so eine feste Routine hat. Ich habe ja, bin ein bisschen straffer gestrickt, muss ich mal so sagen, weil ich ja nicht nur bei mir zu Hause Workshops gebe. Die sind immer am letzten Freitag im Monat. Es sei denn, ich bin nicht da. Also das war standardmäßig immer das letzte Wochenende im September, weil ich da in Brecklum bin auf der Nordica. Da kann ich an dem Freitag keinen Workshop geben. Das wird schwierig. Und das ist immer eine Woche nach vorne gezogen dann. Aber also am letzten Freitag im Monat ist es dann bei mir zu Hause. Aber ich gebe ja eben nicht nur bei mir zu Hause Workshops, sondern ich habe noch 3 externe Plätze. Ich will nicht sagen Geschäfte, weil es sind nicht alles Geschäfte, aber 3 externe Workshop-Räume, in denen ich Workshops gebe. Zumindest aktuell. Und ja, so hat jeder im Endeffekt seinen Platz und das muss im Monat einfach ein bisschen durchgetaktet werden. Da liegen überall Listen aus, wann da dementsprechend der Workshop ist. Und auf meinem Social-Media-Account in Facebook trifft sich alles. Also alle Termine sind da verankert, da kann man im Endeffekt alles sehen.
Genauso wie auf meinem Blog. Ja, das klingt sehr spannend. Muss es ja übersichtlich bleiben. Ja. Hauptsache, ich weiß noch, wo ich morgens hin muss. Das ist wichtig. Aber das geht ganz gut dadurch, dass ich ja eben nicht einen Erstjob habe, der mich an einem bestimmten Ort erwartet, sondern ich von zu Hause arbeiten kann. Gibt mir das Gott sei Dank die Freiheit, einfach zu entscheiden, ich arbeite jetzt und später mache ich einen Workshop oder ich mache jetzt einen Workshop und arbeite später. Das ist ein großes Privileg, was ich habe und die Freiheit genieße ich schon sehr. Ja. Das war immer ein bisschen Arbeit, die Termine so zusammenzufinden und dann Themen auch, weil ich nicht immer in allen Örtlichkeiten dieselben Themen bediene. Also ich mache mir nicht ein Projekt und schleppe das einen ganzen Monat durch alle Lokalitäten. Das wäre sehr einfach. Das wäre einfach, ist aber vielleicht auch ein bisschen langweilig. Ja, ja, genau. Wer mich doppelt besucht, der hat gleich zweimal dasselbe getan. Nee, eigentlich habe ich schon den Anspruch an mich selber, dass ich unterschiedliche Dinge mache und zeige. Vielleicht passiert das mal, dass ich zwei gleiche Projekte mache. Gerade weil ich habe in einer Woche am Donnerstag und am Mittwoch und am Donnerstag in einer Woche die Workshops an zwei unterschiedlichen Stellen. Aber wenn es da wenig Überschneidung gibt bei den Teilnehmern, kann man das ja ganz gut auch planen. So. Ja, genau. Der eine Workshop ist relativ weit weg, sodass die eigentlich nie zusammen in Kollision kommen. Und dann passt das schon auch mal. Ja, das ist doch klasse. Ja. Ja, bei mir ist es, wie gesagt, wirklich so, es gibt einen Workshop im Monat, einen Termin, einen Samstag ist das in der Regel, wo dann bei mir zu Hause gebastelt wird, wo man sich auch für anmelden muss, ganz klar, weil auch meine Plätze sind natürlich begrenzt, ja, hier zu Hause. Man muss ja immer einen Arbeitsplatz haben, ne? Ja, und es sind in der Regel auch keine Ganztagsworkshops, mal ausgenommen vielleicht den Weihnachtsworkshop oder, ja, ich sag mal, wenn es jetzt so ums Thema Hochzeit geht, manchmal melden sich ja auch Gruppen an, die dann, ne, so mit der Braut sagen, oh ja, wir möchten, was hattest du, ich glaube, du hattest Mini-Alben oder sowas Nettes, ne, wo man dann so den Junggesellinnenabschied organisiert oder... Ich habe auch schon Kindergeburtstage gemacht, aber das ist bei mir eher die Ausnahme. Also es ist, kannst du eigentlich davon ausgehen, ein Samstag im Monat, wo es Workshop gibt und ansonsten mache ich meine Livestreams. Mhm. Immer zu unterschiedlichen Themen. Diese und die mache ich nicht. Also ja, ich habe so ein Q&A, aber ich mache nicht noch ein Projekt. Nee, das mache ich ja dann nach dir, wenn du mit deinem Q&A durch bist. Ja. Das klappt auch ganz gut, ne? Schnacken bei mir und basteln bei dir, das ist immer schon, passt gut zusammen, ja, finde ich. Montagsabends, falls ihr mal Lust habt, da sind wir bei Facebook Live. Ja. 20.30 Uhr beim Stempelpalast. Und 21 Uhr bei Crafts & Co. Und wie bereitest du dann deine Workshops vor? Das ist ja bestimmt auch mal spannend für unsere Hörer. Ja. Also wie gesagt, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich lasse mich so ein bisschen influenzen, was angesagt ist. Ich arbeite aber auch viel mit den Dingen, die ich einfach schön finde. Irgendein Blumenset oder ich bin ja mehr so clear and simple. Ich mag es nicht so gerne ganz bunt. Und ich finde immer, es macht am meisten Spaß und wenn wir mal ehrlich sind, ich möchte ja vielleicht auch was verkaufen auf diesen Workshops. Und ich kann nur verkaufen, was ich selber toll finde. Und wenn mir jemand erzählt, das Golfset, dann sage ich, ja, haben wir im Katalog. Seite X. Seite X. Aber ich würde einfach niemals damit arbeiten, weil das wird mir keiner abnehmen. Und ich bastel einfach dann auch super gerne mit Sets, die mir Spaß machen, weil dann kann ich dahinter stehen und dann kann ich sie auch mit einem Strahlen verkaufen. Ja. Und jeder hat eine schöne Karte. Und wer partout nicht in rosa basteln will, der kann dann auch in grün basteln, zumindest bei mir zu Hause.
In der Farbe von meinem Reißverschluss? Ja, genau, in der Farbe. Zumindest, also wie gesagt, bei mir zu Hause hast du die flexibelsten Workshops, weil ich kann ja schlecht mein ganzes Bastelzimmer einpacken und das meinen ganzen Monat durch die Gegend karren. So sind die Projekte außerhalb meines Bastelreichs alle etwas organisierter und etwas farblich eingeschränkter. Denn 50 verschiedene Farbkartons mitzuschleppen, ist schon Umzug. Ja. Und von daher suche ich mir dann meistens 2 oder 3 Farben aus, die ich mitnehme. Dann habe ich eine kleine Auswahl und ja, da hat aber auch bis jetzt jeder immer was gefunden. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie einer sagt, was? Nee, habe ich noch nicht erlebt. Und wer nicht mit rosa basteln wollte, bastelt halt mit grün. Das ist schon so. Ja, und sonst, in der Regel basteln wir eine Karte und eine Verpackung. Ich habe für meine Teilnehmer in der Regel ein Gäste-Goodie. Das ist so eine kleine Mini-Verpackung dann mit einem Schokolädchenle drin. Warst du schon wieder? War ich noch nicht, aber ich könnte eigentlich hin. Ja, nein, also mit einer Schokolade drin oder mit ein paar Gummitieren drin oder sowas. Und das ist immer eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Und wir basteln in der Regel eine Karte und eine Verpackung. Es sei denn, wie du vorhin sagtest, ein Workshop zum Bilderrahmen oder Home Deko oder wie auch immer. Das ist aber dann vorher einfach auch bekannt. Hm. Genau, und bei der Karte haben wir dann verschiedene Stempeltechniken oder Kartenfalttechniken. Und Verpackungen gibt es ja irgendwie in Hülle und Fülle, sodass wir also immer irgendwie ein schönes Projekt finden und gestalten können. Wie lange dauern deine Workshops in der Regel? Also offiziell, der Plan? Offiziell ausgelegt sind sie eigentlich für 2,5 Stunden, vielleicht 3 Stunden, wenn es nicht so erfahrene Bastler sind. Ja. Die Workshops bei mir zu Hause. Die atmen immer aus, das habe ich schon gehört. Ja, also. Vor allem, wenn der Besuch aus dem Norden da ist. Wenn der Besuch aus dem Norden da ist, dann bringt er meistens Brötchen wieder mit nach Hause, wenn er nach Hause fährt. Hust. Aber ich habe gehört, da kann man die Strecke auch in unter einer Stunde fahren. Richtig. Das ist der Vorteil. Je später man nach Hause fährt, desto freier ist die Autobahn. Nein, also gerade im C'est la vie zum Beispiel, in dem Café, in dem ich Workshops gebe, da ist, haben wir einfach genau das Zeitkontingent von 3:30 bis 5:30, von Öffnung bis Schließung von der Nachmittagskaffeezeit. Und da können wir gar nicht länger machen. Da sind aber einfach auch die Projekte so ausgelegt, dass es dann auch fertig ist, weil es ja eben auch extern ist, da kann man nicht so ausschweifen und da wird mehr straffer gebastelt. Mhm. Während bei mir zu Hause diese Freitagsabende, da ist ja erstmal eine halbe Stunde, müssen sich Leute austauschen, die sich schon Jahrhunderte nicht mehr gesehen haben. Also von letzter Woche zu dieser Woche. Richtig. Also das ist eigentlich irgendwie immer nett. Da ist nicht so direkt, komm jetzt hier basteln, falten links, falten rechts, sondern ja, das hat auch viel mit Quatschen zu tun. Und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel am ersten Samstag im Monat, wenn nichts dazwischen kommt, einen Kreativtag habe. Da bereite ich gar nichts vor, sondern habe einfach um 10 Uhr die Tür auf und wer kommen will, der kommt. Und dann macht man, wozu man Lust hat oder man probiert irgendwas aus oder wie auch immer. Oder man kommt halt nur zum Schnacken. Und ja, da fehle ich auch in der Regel die letzten Nachts irgendwann raus. Aber das ist total nett. Also wir basteln natürlich dann auch nicht am Stück und ja, und dann bestellen wir uns eine Pizza und dann schnacken wir hier noch ein bisschen und dann gucken wir mal alle bei Pinterest, weil irgendwer hat irgendwas Tolles gesehen oder das ist einfach irgendwie total nett. Und da ist jeder herzlich willkommen, ob er basteln kann oder nicht und einfach so nett zusammensitzen, ein bisschen quatschen und ja, eine gute Zeit haben. Auch das, finde ich, ist einfach total wichtig und schön. Weil ja nicht jeder so in seinem Keller basteln möchte, sondern manche auch einfach irgendwie ein bisschen Kontakt suchen und Geselligkeit suchen. Und das ist eben auf diesen kreativen Tagen auch immer total schön und nett. Genau. Da war ich ja auch schon. Ja.
Und war nett. Das war super schön. Und das mit dem Rausfegen stimmt schon. Ja. Das ist dann immer so ein Problem, gerade wenn wir dann aus allen Ecken kommen, ne? Mhm. Ich aus dem Süden und die Nordlichter aus dem Norden. Genau, ja. Und ja, auch nach Bremen kann man noch südlich fahren, also vom Norden nach Bremen runter. Richtig. Das stimmt, ja. Und ja, meine Workshops dauern in der Regel 4 Stunden. Die halten wir auch meistens. Mhm, stimmt, aber ich war ja auch schon auf deinem Workshop. Ja, das liegt aber auch daran, dass meine Teilnehmer oftmals die gleichen sind. Also es ist viel aus meinem Team, die zum Basteln kommen, die sich dann eben auch bei mir treffen, weil die auch aus verschiedenen Himmelsrichtungen kommen. Und dann ist bei mir so ein Treffpunkt und wir basteln gemeinsam. Mhm. Es gibt zwischen Frankfurt und Bremen ist Wickede ja, ziemlich in der Mitte, ziemlich in der Mitte. Zwischen Stuttgart und Bremen ist Wickede auch in der Mitte, habe ich gehört. Wewelsburg. Ach so, Wewelsburg ist die gleiche Höhe. Und ja, bei mir gibt es dann in der Regel 4 Projekte in der Zeit. Also ich plane für ein Projekt etwa 1 Stunde ein. Mhm. Oftmals gibt es auch noch irgendwie ein Stück Kuchen oder irgendwelche Häppchen oder irgendwas Leckeres zwischendurch mal so zum Reinbeißen. Ganz oft habe ich das große Glück, dass meine Liebe Downline was zu essen mitbringt. Die ist Konditorin. Yum, yum. Sehr lecker. Total gut. Ich muss unbedingt mich noch auf irgendeinen Workshop bei dir anmelden. Ja, das finde ich super. Also wir haben ja die Planung stehen seit 6 Wochen. Ja. Und dann können wir ja mal gucken, wo es noch passt. Weil du bist ja nur noch unterwegs gefühlt. Ja, also bis Juni bin ich erstmal weg. Ja, ich bin dann mal weg, ne? Wie, du läufst Jakobsweg? Gefühlt. Das wäre überhaupt mal eine Idee. Da wäre ich ja alleine. Ja, läuft doch. Soll ich mitkommen? Ich sammle dir dann 6 Wochen eine Frikadelle ans Ohr. Prima, dann kann ich im Hotel bleiben. Na, danke. Da habe ich die Frikadelle auch am Ohr. Ach, ja. Nun ja, also, auch der Urlaub geht irgendwann rum. Ja. Aber dann gucken wir mal, wenn du zu Workshops kommst. Mhm, auf jeden Fall. Und du hast immer so schöne Projekte. So ausgefallene Sachen dabei. Das finde ich richtig gut. Dankeschön. Ich mag so haben wir uns im Endeffekt ja auch kennengelernt. Ne? Also näher kennengelernt oder wiedergesehen. Genau, du warst bei mir zum Fotoalbum binden, glaube ich. Wollte mir die Chinch angucken. Genau, das war das Ziel. Du wolltest dir die Chinch angucken. Tja, was ist daraus geworden? Oh weia. Oh weia. Jetzt habt ihr Catch the Sketch an den Ohren, also von uns beiden. Ja, und an der, catch und the auf den Ohren. Ohren. Habe ich gut gemacht, ne? Ja, mega. Hervorragend verknüpft. Ne? Also, jetzt müsst ihr uns viel öfter und viel mehr ertragen. Ihr müsst einen Adventskalender von uns beiden ertragen. Genau. Obwohl ich glaube, also ich habe nur positives Feedback gekriegt. Ich habe auch nichts Negatives gehört. Ja, dann war es wohl gut. Ja, läuft doch bei uns. Ja, bei uns läuft's. Mhm. Ja, auf jeden Fall merkt man so, dass eben Basteln nicht nur Papierverarbeitung ist. Nee, Basteln ist vor allem auch ganz, ganz viel Austauschen. Der ist mir auf meinen Workshops immer wichtig. Und was ich total toll finde, ist so dieser wertschätzende Umgang miteinander. Also es ist wirklich total liebevoll bei deinem Kreativtag. Erinnerst du dich noch, als Diane letztes Jahr da war? Oh ja, die war auf dem Friends Day. Genau. Ja, Pfingstsamstag. Das war auch toll. Das war total klasse. Da hatten wir Besuch aus Florida. Mhm. Und Wer hat sie angeschleppt? Du hast sie angeschleppt. Ich habe sie angeschleppt. Ich habe sie im Demonstrator Planning Place gefunden. Genau. Sie hat einen Sohn, der hat in Bremen bei Airbus gearbeitet und den wollte sie besuchen. Und dachte sich, Urlaub ohne Basteln geht nicht. Voll gut, oder? Ja, und dann war Anja noch da aus Hamburg. Und Iris? Iris war da und Caroline war da und Nina war da und waren nicht Tanja auch da und Kirsten und ja, bestimmt. Also waren viele. Waren wir so viele, dass wir die Gartenstühle schon reinholen mussten. Und Maria und Jobi waren da. Maria und Jobi waren da. Deine Mama war da. Meine Mama war da. Meine Nachbarin kam zum Mittagessen. Die musste nämlich arbeiten und die habe ich mit Mittagessen gelockt.
Ja, das war schon voll. Und das war super lustig. Und falls wir dich vergessen haben, wenn du auf dem Friends Day warst, dann war das nicht böse gemeint. Nein. Weil wir müssen das hier echt auch alles aus dem Gedächtnis machen. Wir haben jetzt keine Fotos vorliegen oder so. Stimmt, und das ist schon fast ein Jahr her. Es ist fast, alter Vater, das ging schon wieder so. Ja, Mann, ne? Pups, da war schon ein Friends Day dazwischen. Ja. Halloween. Ja. Da war ich kurz in Bremen, also per Videoanruf. Das stimmt. Hab kurz rüber gewunken. Ja, hast dir kurz die Deko und das Futter angeguckt. Ja, genau. Meine tollen Glubschis. Ja. Alter, hast du sowas schon mal gegessen? Ja, die sind sowas von eklig. Oh, ja. Widerwärtig. Also, diese Matscheaugen. Ich weiß gar nicht, wer zuerst so mutig war. Entweder Maria oder Iris. Oh. Ja, die sind so richtig schön eklig. Diese Glubschis sind schon eklig, aber wenn du die im Mund hast und du guckst demjenigen ins Gesicht, ist auch eklig. Da kann man so richtig im Gesicht ablesen, wie eklig diese Augen sind. Aber wir haben uns alle dadurch gequält. Ja. Wir haben alle so ein Ding in den Hals gestellt. Und das war bestimmt total lustig. Das hilft ja auch nicht, wenn die Freundin sagt, das schmeckt scheiße. Das muss man selber nochmal probieren. Aber das ist eben auch immer so ein Punkt auf Workshops. Kennst du das, dass deine Workshop-Teilnehmer, wenn du da eine Schale Süßigkeiten hinstellst, die sagen alle, boah, pack das weg, das esse ich nicht, ich will das nicht anfangen. Ja. Zack, bumm, Schale leer. Schale Huch. Leer. Hast du eigentlich noch? Ja, natürlich habe ich noch. Ich habe noch nie versucht, hier diese kleinen Schalen, wo so eine Nuss drin ist und Karamell und so ein Gedöner. Mhm. Auf den Tisch zu stellen. Das kenne ich nämlich bei uns aus den Rollenspielrunden. Das ist schneller weg als ein Schneeball in der Hölle. Ja, das stimmt allerdings. Puff! Mhm. Die steht ungefähr 30 Sekunden am Tisch, die Packung, und dann ist die leer. Also 30 ist hochgegriffen. Wobei ich persönlich das nicht auf den Tisch stellen würde, weil es schokoladig ist. Mhm. Weil das schmiert. Genauso wenig, wie man Chips am besten nicht auf den Tisch stellt. Nee, am besten nicht. Sondern eigentlich bleibt man bei Gummitieren. Oder irgendwelchen Dingen, die einzeln verpackt sind, die man mit einem darf ich das sagen, weiß ich nicht. Also die man sofort in den Mund schubsen kann, ohne Zwischenstopp bei den Zähnen. Da gibt es ja auch so Nüsse in Schokolade mit so einem Überzug. Die gehen auch, die schmieren auch nicht. Das stimmt. Oder es gibt so Mandeln in Creme mit diese Tiramisu-Mandeln. Kokos. Nuss. Ach, die meinst du? Die sind auch lecker. Die kann man auch mit so einem Haps und so. Ja, vor allen Dingen ist man dann ruhig, weil der Haps war so groß, dass man den ganzen Mund voll hat. Du meinst, das hilft auch manchmal? Und im Zweifelsfall hat man dann halt Kokosnussstückchen auf der Karte. Aber also sowas... Glitzert auch. Genau, sowas könnte man auch servieren. Aber Chips und Schokolade ist schon schwierig. Also da muss man schon... Ein erfahrener Bastler sein, dass man weiß, wie man das zu essen hat und hinterher weiter basteln kann. Ja, sich die Hände waschen. Oder man lernt mit Schokofingern und klebt halt hinter ein Blümchen drüber. Das geht auch. Ja, aber wo man alles so drauf achten muss, das war mir am Anfang auch überhaupt nicht bewusst. Am besten schenkst du auch keine Getränke aus, die übermäßig sprudeln, weil dann sprudelt dir das auch auf dein Papier. Deswegen gibt es bei mir... Toten Mann. Wasser aus der Wicke der Leitung. Ja. Prost. Nein, wenn du was anderes trinken möchtest, kriegst du das bei mir tatsächlich auch. Wobei meine Teilnehmer ganz oft eben, wenn sie was Besonderes haben möchten, bringen sie sich das auch selber mit. Es gibt meistens zu dem Kuchen noch einen Schluck Kaffee oder einen Tee in allen möglichen Varianten. Die sprudeln halt auch nicht. Ja. Das ist also auch wieder mal so ein Vorteil. Und ich habe das Problem immer mit Getränken auf dem Tisch. Man muss halt schon ein bisschen aufpassen. Ne? Also man kann ja jetzt nicht, wer weiß, wie rumhampeln, weil dann spritzt es auch schon mal oder es fällt um. Oh. Das ist dann immer so ein bisschen eine mittlere Katastrophe mit Papier und Feuchtigkeit. Mhm. Oh, kannst du ein Lied von singen, sagst du? Ja. Es muss aber, glaube ich, alles einmal passieren, damit man weiß, worauf man achten muss. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist schon so. Wie gehst du eigentlich mit absoluten Neulingen um? Wenn du jetzt so jemanden auf deinem Workshop hast, der, sagen wir, noch nie eine Karte gebastelt hat und noch nie irgendwie seit dem Kindergarten Stempel in der Hand hatte. Oh, den würde ich direkt neben mich setzen und dann wäre der
Fokus direkt bei ihm. In der Regel habe ich ja noch Teilnehmer dabei, die schon stempeln können. Die kann man dann auch alleine lassen oder nebenbei mal eine Frage beantworten nach Größe, Form oder Farbe. Die können aber alleine und dann würde ich quasi einen Einzelworkshop im Gesamtworkshop machen und anfangen, dem zu erklären, wie man ein Schneidbrett bedient und dass wir küssen und nicht knutschen. Hast du auch gelernt von deiner Oma? Wer nicht weiß, was das bedeutet, der muss mal auf unsere Workshops kommen. Dem zeigen wir, wie man küsst und nicht knutscht. Knutschen gibt es dann nur bei mir zu Hause, ne? Ja, später. Später. Genau, aber dann würde ich quasi so versuchen, einen Workshop im Workshop zu machen und so ein bisschen Einzelbetreuung dazu zu machen. Aber also mein Team, wenn die auf meinen Workshops sitzen, die sind auch ganz toll. Da habe ich mich gerade umgedreht, weil ich irgendwem was besorgen sollte und dann schon sind die dabei, dem Neuling dann was zu erklären. Also der ist total gut aufgehoben bei uns, der neue Mensch. Wird einfach mitgenommen und freut sich hinterher auch über seine Ergebnisse. Ja, das ist bei mir auch. Das ist total schön. Einfach dieses, das ist auch das, was mich immer wieder auch motiviert, weiterzumachen und was Neues zu machen, nochmal einen Workshop anzubieten, vielleicht auch mal zu einem Thema, was vielleicht schon mal auch nicht so gut gelaufen ist. Also ich hatte einen LED-Karten-Workshop ganz am Anfang meiner Karriere. Das ist ja auch meine Nummer, ne? Das ist für Fortgeschrittene. Ist schon für fortgeschrittene Bastler definitiv und die Teilnehmer, die ich da hatte, waren auch fortgeschrittene Bastler, also nicht alle, aber ein Teil. Aber das Problem war, glaube ich, tatsächlich eher, dass die nicht fortgeschrittene Physikstudenten waren. Meine, so eine LED-Karte ist jetzt kein Hexenwerk. Aber die sind schon ein bisschen gemein, wenn man, also ich arbeite mit diesen Kupferbändern, die man aufkleben kann. Ja. Und habe dann die LEDs und ich befestige die immer zusätzlich noch mit so einem Tesafilmstreifen. Die werden ja nicht warm, da kann ja nichts passieren in dem Sinne. Und klebt die dann drüber. Ja, und da war dann wieder unser guter Freund, wo man sich so seine schönen Bilder angucken kann, Pinterest, ne? Und da gab es also eine Karte, da hatten wir noch diese Weggläser, weißt du, diese Schraubgläser, nicht Weggläser, diese Schraubgläser. Und dann gab es irgendwie diese Bienen und dann hatte irgendwie jemand ein Bild gefunden, wo man dann diese Bienen quasi wie so Glühwürmchen aus dem Glas ausgeschüttet hatte. Aha. Das war eine so schöne Idee, fand ich absolut traumhaft. Aber das Problem ist, wenn du 5 von diesen LEDs hintereinander wegklebst, das ist eine Parallelschaltung, bedeutet also, eigentlich sollte es so sein, dass wenn eine nicht leuchtet, die anderen trotzdem leuchten, weil sie alle gleichzeitig abnehmen und nicht in Reihe geschaltet sind. Das heißt, wenn eine nicht leuchtet, ist der ganze Stromkreis unterbrochen. Aber diese 5 LEDs zum Leuchten zu bringen gleichzeitig war quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Es gibt noch andere Möglichkeiten, dass du nicht mit diesen Bändern arbeitest, sondern mit so einer Flüssigkeit. Die hatte ich aber nicht da. Und da muss ich echt sagen, da habe ich am Ende des Tages gemerkt, der Workshop hat mir fast keinen Spaß gemacht. Also die Leute sind nicht mit diesem tollen Gefühl, von dem du gerade sprachst, nach Hause gegangen, sondern die sind tendenziell eher frustriert gegangen. Und da muss ich mir den Schuh ganz klar anziehen, wo ich einfach sagen muss, ich hätte darauf bestehen sollen, am Anfang, wir machen erst ein Projekt gemeinsam, so wie wir das ja dann letzten August gemacht haben. Da haben wir LED-Karten mit unserem Leuchtturmset gemacht. Und da war eben auch ganz klar, es gibt eine LED, ja, die da reinkommt, weil das funktioniert dann auch. Ja. Aber dadurch, dass es halt so eine kippelige Geschichte ist, und das ist das wieder, was du vorhin sagtest, man muss einfach auch mal ein paar Fehler machen, genau, um rauszufinden, wo es hakt. Ja, weil wenn ich zu Hause sitze in meinem stillen Kämmerlein und irgendwas bastel und dann ist das fertig, dann habe ich das fertig. Ich weiß, wie das funktioniert, aber die Frage ist, kriege ich das transportiert? Und können die Teilnehmer das auch so umsetzen, wie ich das gerade erzählt habe? Also vielleicht rede ich ja auch einfach nur Chinesisch hinterher, weil ich in meinem Wahn so drin bin. Und andere nehmen das so gar nicht auf. Und da muss man einfach irgendwie gucken, dass man so ein bisschen keep it simple, ne? Einfach bleiben und wirklich gucken, wer auch auf den Workshops sitzt. Ja, aber von daher ist immer jeder herzlich willkommen
egal ob Anfänger, Fortgeschrittene. Ich kriege die Fortgeschrittenen im Zweifelsfall mit einem Zusatzprojekt beschäftigt. Da braucht sich kein Anfänger irgendeinen Stress machen, dass er nicht fertig wird oder dass die anderen schon fertig sind oder wie auch immer. Das ist überhaupt alles kein Problem. Ich finde, das kann man sehr gut miteinander kombinieren. Das Einzige, was wirklich eine richtige Herausforderung ist und wo man theoretisch einen Helferlein braucht, ist, wenn du da 8 Anfänger sitzen hast. Ja. Mit einem oder mit 2 Anfängern bei 8 Leuten wirst du fertig. Aber wenn du 8 Anfänger da sitzen hast, dann brauchst du ein Helferlein, weil du kannst nicht an 8 Stellen gleichzeitig erklären. Denn jeder fummelt so für sich dahin und dann ja, brauchst du quasi 16 Augen und 8 Münder zum Reden mit jedem Einzelnen. Hm. Da kommst du nur mit dem Helferlein drüber weg. Aber auch das ist ja nicht schlimm. Also in meinem Team, wenn ich irgendwo sage, kannst du mitkommen, ich habe da eine Gruppe und könntest du mich unterstützen? Da sagt keiner nein. Nee. Dafür sind wir ein Team. Die sagen nur, passt oder passt nicht. Also da geht es nur um den Termin, da geht es nicht um ob oder ob nicht. Das ist doch total toll, wenn man so eine Unterstützung eben entsprechend hat. Das würde ich sagen, das ist bei uns im Team, also in meinem Team und in deinem Team einfach auch. Ich bin ja auch Teil deines Teams. Du bist Teil meines Teams, das ist so schön. Ja. Jetzt ist es endlich offiziell. Jetzt ist es offiziell. Auch schon eine ganze Weile. Ja, das stimmt. Du bist schon 9 Monate Teil meines Teams. Ha. Ich habe bald Jahrestag. Ja, total gut. Toll. Da freue ich mich auch drauf. Ja. Es macht einfach auch, ja, es macht mir auch immer wieder Spaß. Es macht mir Spaß, Workshop-Projekte vorzubereiten. Ja. Was ich normalerweise nicht mache, ist Material zu schneiden. Weil ich finde, jeder sollte in der Lage sein, mit einem Schneidbrett umzugehen. Hm. Jeder sollte in der Lage sein, mit dem Falzteil umzugehen. Weil, oder es zumindest auf unseren Workshops lernen. Ja, das meine ich. Das meine ich mit jeder sollte in der Lage sein. Also genau. Lernt er am, es am bei Ende mir. Des Tages. In genau, der Lage am Ende sein. Des ja. Tages in der Lage zu sein, damit alleine umzugehen. Genau. Weil der zu Hause auch niemanden hat, dem das Material vorschneidet. Korrekt. Ja. Und ich finde das so wichtig, dass man das kann, weil wie schade ist es denn bitte, wenn du dann dir, ne, ich meine, das ging dir bestimmt auch so bei deinem ersten Workshop oder deinem Erstkontakt mit Stampin' Up. Ich wollte alles haben. Ja, und ich war einfach auch überfordert. Und ich glaube tatsächlich, wenn man Projekte vorschneidet, dann für die ganz blutigen Anfänger, die eben noch nie sowas in der Hand hatten, wenn dann 2 Projekte macht, dass man sagt, die Karte lässt man schneiden und die Verpackung hat man schon vorgeschnitten, weil die Verpackung ja schon ein Step on top ist, dass man dann einfach sagt, das könnte man vorschneiden, damit die eine kleine Arbeitserleichterung haben und sich da mehr aufs Kleben konzentrieren könnten. Das wäre was, das könnte ich. Ich lasse das nicht, ich lasse alles selber schneiden, wie du weißt, aber da könnte ich das nachvollziehen. Ich weiß aber, dass es Demos gibt, die schneiden gerne alles selber vor, weil sie einfach sagen, ja, das ist ja auch total nett, das schon fertig zu haben und dass es einfach auch alles gleich ist und dass man das besser planen kann, weil ja dann das Material, man hat keinen Verschnitt mehr, weil sich niemand mehr, man könnte sich noch verstempeln, aber nicht mehr verschneiden, wenn die Demos vorher zugeschnitten hat. Natürlich ist das auch ein Weg, es ist nur nicht meiner. Das ist einfach so. Ich glaube, da muss man einfach gucken, wie man so tickt. Genau, und ich mag gerne, dass das so ein bisschen selbstständig ist und dass man selber was erarbeiten kann. Und ich fühle mich damit wohl, meine Teilnehmer fühlen sich damit wohl und ja. Ich finde es auch, ich würde es zu schade finden, wenn ich weiß, da hat sich jetzt jemand Stempelsets gekauft und Farben gekauft und ein Schneidbrett gekauft. Und dann weiß ich genau, diese Person sitzt zu Hause und benutzt es nicht, weil sie Angst hat, irgendwas kaputt zu machen oder weil vielleicht irgendwas schiefgegangen ist oder. Man gar nicht mehr weiß, wie die Masse waren. Genau, deswegen ist mir das so wichtig, dass ich am Ende des Tages sagen kann, jeder kann mit einem Schneidbrett wirklich umgehen. Das ist für mich einfach so der große Punkt. Manchmal nutze ich auch
vorgeschnittene, fertige Karten. Also ich meine, wir haben ja auch diese fertigen Karten. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, na, du hast einen absoluten Anfänger-Workshop, noch nie eine Karte selber gebastelt und die wollen jetzt nicht, weiß ich nicht, 200, 400, 600 Euro ausgeben. Wobei das natürlich in der Celebration immer eine gute Zeit ist, um sich voll einzudecken, ja, weil man einfach so viel Geschenke kriegt. Ja. Dann sage ich auch, guck mal hier, wir haben fertig vorgeschnittene Karten, da gibt es Karten und Umschläge. Da bräuchtest du nur ein Stempelset. Oder du nimmst dir die Karten, die Umschläge und so ein Memories and More Pack, also wo so fertige Kartenfronten drauf sind, die man entweder für so Erinnerungsalben benutzen kann oder eben auch für Karten benutzen kann. Da brauchst du dann nicht mehr ganz viel selber machen, da kannst du gut mit einsteigen. Ja. Ja, das sind einfach so Dinge, die dafür, ich dann auch erzähle. Dafür haben wir ja im Endeffekt auch unsere Komplettsets, da sind die Karten auch schon vorgeschnitten. Ja. Dann, ne? Und du hast dann das Stempelset und einen Acrylblock und ein bisschen Farbe. Und dann kannst du im Endeffekt da auch nochmal dich ausleben und das ausdekorieren. Ohne, dass du dich mit dem Schneidbrett auseinandersetzen musst. Aber ich finde immer, wenn jemand auf den Workshop kommt, sich jemand auch wirklich ein paar Stunden mit dem Basteln auseinandersetzt, dann sollte man am Ende des Workshops in der Lage sein, mit dem Schneidbrett umzugehen. Das muss nicht perfekt sein, das muss nicht, wer weiß wie. Also es sollte schon so sein, dass du am Ende wirklich weißt, wie du das Ding bedienst. Ja. Dass du damit gut arbeiten kannst. Und zum Beispiel sowas wie die Maße von den Karten, die erzähle ich in jedem meiner Workshops. Auch wenn da meine bastelbegeisterten Teammitglieder sind. Dauer-Workshop-Teilnehmer. Ja, genau. Die quasi die Dauerkarte für den Workshop haben, wenn die daran teilnehmen. Auch für die erzähle ich das immer, weil du kannst auch einfach mal einen schlechten Tag haben. Ja, na klar. Und es vergessen haben. Ernsthaft, hast du dich noch nie verschnitten? Auch wenn du schon 1000 Karten gemacht hast? Ständig. Also nicht ständig, aber na hier. Man braucht ja nur mal nebenbei telefonieren. Weißt du noch, letzten Monat? Oh. Mit Love It, Chop It? Ja, weiß ich. Schneidbrett nicht richtig, ne? Ich mache den Job jetzt inzwischen seit... Hallo, ich habe in 4 Tagen habe ich Demo-Geburtstag. Hm. Weißt du, wie lange ich dann dabei bin? 6... Fünf Jahre. Jahre. Ich habe Jahrestag. Ja. Also einen auch offiziellen SU-Jahrestag. Ja, dann kenne ich ja jemanden, der im November über die Bühne läuft. Ey, für 5 Jahre? Ja. Läufst du? Ja. Oh, ich darf laufen. Und ihr müsst einsteigen, damit ihr euch das alle angucken könnt. Nicht auslachen, nicht die Shelly auslachen. Nein, die Shelly wir anfeuern. Feiern. Genau. Wir feiern dich. Das war gut. Ja. Ja. Workshops. Tolles Thema. Ja, ich könnte noch eine Stunde. Ja, 2, 5. Vielleicht sollten wir das irgendwann nochmal wieder aufgreifen. Workshops für Fortgeschrittene. Ja. Aber wir beenden unseren Einsteiger-Workshops-Podcast. Podcast-Hop, wollte ich gerade sagen. Nein, Hop war es nicht. Podcast. Der wird nämlich rumhüpft. Genau. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen Anregungen mitgeben können. Und vielleicht sehen wir euch ja irgendwann nochmal auf unseren Workshops. Hm. Wäre auch mal was, ne? Meine Termine findet ihr auf meinem Blog. Meine Termine findet ihr auch auf meinem Blog. Behaupte ich. Wenn ich ihn denn dann mal... Doch, ich habe ihn aufgeräumt. Ja. Das war letztes Jahr etwas... Turbulent. Turbulent. Mhm. Das ist eine schöne Beschreibung. Ja. Interessant. Ja, da waren ja auch so diverse Baustellen, die wir so firmenseitig hatten. Uns nicht ausgesucht haben. Ja. Ja. Und trotzdem sind wir gut durchs Jahr gekommen. Das stimmt allerdings. Wir haben es überall. We survive 2019. Ja. Wir könnten nochmal einen Button-Workshop machen. We survive 2019. Genau. Das ist auch eine tolle Idee. Button-Workshops gehen auch immer. Ja, bei mir schon. Ich glaube, im April. Ja, ich muss in die Planung gucken. Ja, ich auch. Also, ihr auch. Und dann sehen wir uns auf dem Workshop. Genau. Oder bei Facebook. Oder auf bei dem Friends Insta. Day. Oder on stage auf Shellys 5-jährigem Dienstjubiläum. Genau. Irgendwie so. Wir finden da schon was. Auf jeden Fall. Dann bis dahin. Guten Monat. Ach so, heute ist übrigens eine neue Challenge online gegangen, so von Catch the Sketch. Falls ihr also
letzte Woche, letzten Monat. Letzten Monat? Gestern? Ich meine schon hier so am 1. Februar. Ach so. Den Podcast noch nicht gehört habt. Ja, das kann man den jetzt oben rechts unterm i verlinken? Ah, oh, kannst du bestimmt. Bei YouTube, weil ich das ja bei YouTube hochlade, geht das. Aber als Podcast kann ich nicht oben rechts unterm i verlinken. Nee, aber da sind ja auf deiner Seite... Alle Podcasts. Alle Podcasts, ne? Bei Stempelpalast akustisch findet ihr neben der Spotify-Liste oder den Spotify-Listen... Ja, sind mittlerweile tatsächlich schon mehrere. Findet ihr auch alle bisher erschienenen Podcast-Folgen. Ja. Und im letzten Monat ging es um Catch the Sketch. Genau. Falls ihr da also überhaupt noch gar keine Ahnung von habt, was ich mir fast nicht vorstellen kann, wenn man uns kennt. Wer hat denn den Podcast aus dem letzten Monat nicht gehört? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat uns jemand gerade erst gefunden. Hm. Und der könnte ja einfach mal, oder die? Der könnte dann Oktober, November, Dezember, ja, da hast du heute noch was vor. Kann man auch gut beim Autofahren hören. Total. Also ist manchmal ein bisschen gefährlich. Ja, weil man so viel lachen muss. Genau, akute Lachmuskeltrainings. Ja, also vielleicht nicht Autofahr geeignet. Wobei, ich höre die auch ganz gerne dann mal so zum Fahren. Ja. Kann man ja. Wir wissen ja, was wir hier so von uns geben. Das ist richtig. Ich kann mir das ja auch immer merken. Mhm. Lachst du im halben Jahr bei deinen eigenen Witze, weil sie witzig sind? Ja. Bis dahin habe ich die ja vergessen. Ach so. Du nicht? Ja, stimmt. Gut, dann hören wir jetzt einfach ein halbes Jahr nicht mehr hier hin und dann lachen wir. Ja, und wir sind heute ganz schön lang geworden. Ja, und wie? Mhm. Nun ja, nicht schlimm. Da müsst ihr jetzt durch. Genau. Also, geht um Workshops. Bis zum nächsten Mal. Bis nächsten Monat. Tschö. Tschö.